Wir sind in den Tiebreaks der ersten Runde beim FIDE World Cup und die gute Nachricht ist, alle deutschen Teilnehmer haben die zweite Runde erreicht. Also alle unsere deutschen Großmeister konnten sich in der ersten Runde durchsetzen, sind alle in Runde 2, wo dann ja die Top 50 einsteigen. Also das verspricht natürlich Spannung. Wir haben viel, viel zu erwarten. Ich möchte jetzt die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, aber wir haben tolles Schach zu erwarten, so muss ich sagen. Aber wir gucken mal an dem Tag der Tiebreaks, da war keine deutsche Beteiligung eben logischerweise dabei, auf ein Drama. Wir gucken auf ein Drama zwischen Levan Panzulaya aus Georgien und Harsha Bharatakoti aus Indien. Ich erzähle euch alles in den folgenden Minuten. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselice Gunnis YouTube-Kanal. Ich habe ja schon von einem Drama gesprochen, aber das fing eigentlich schon in den regulären Matches an. Zwei wahnsinnige Partien. Einmal konnte Levan Panzulaya gewinnen und im Rückspiel konnte dann Harsha Bharatakoti. Jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Schwieriger Name. Bharatakoti, so muss ich sagen. Der konnte dann gewinnen und es stand 1 zu 1, deswegen musste ein Tiebreak herhalten. Und auch hier ging es hoch her. Und wir gucken uns mal an, was hier Levan Panzulaya, die Namen sind wirklich schwierig, gegen Harsha, ich sag Harsha, veranstaltet hat und wer sich da durchsetzen konnte. Ihr seht ja, elotechnisch sind die voll auf Augenhöhe, ja, da tut sich nicht viel. Und deswegen war es echt spannend dazu zu gucken. Das war wirklich dramatisch. Die Bedenkzeit hier ist 25 plus 10, also ein Rapid. Es muss ja eine Entscheidung her. Und ja, ich hoffe, ihr habt in den folgenden Minuten Spaß. Ja, sag mal, was verspreche ich mich denn heute? Das liegt an den Namen, glaube ich. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich nichts mehr oder unterstützt mich gerne auch via PayPal mit einer Spende. Also, dann schauen wir Schach und eröffnet wurde die Partie hier von Levan Panzulaya aus Georgien mit Springer F3. Wir sehen D5, wir sehen C4 und also hier, das ist jetzt eine sogenannte Reti-Eröffnung, ja, kann man C6 spielen, auch E6 kann man spielen. Ach Gott, man kann wieder so viel spielen, will ich euch gar nicht mit langweilen. Auch D4 ist ein Zug, ja, das ist ja das, was dann viele spielen von euch, die mit Weiß zum Beispiel im Blitz oder so sich dann immer konfrontiert sehen mit solchen Bauernvorstößen. Und deswegen, wie behandelt man das? Naja, zuerst mal Läufer 4 an Ketto, ja. G3, Springer C6, ebenfalls ein logischer Zug, Läufer G2 und E5. Also, ich sag mal, Weiß überlässt Schwarz das Zentrum. Hat das denn einen Grund oder kann man das machen? Natürlich jetzt hier D3, ja, man stoppt erstmal die Bauernvorstöße hier, klar. Und es kommt ein Schach. Na gut, Läufer B4, wir gehen dazwischen und A5. All das ist jetzt nicht so spektakulär, wie es vielleicht aussieht. Das ist natürlich erprobt und das haben Anand, Kramnik und Gelfand und Wittit und alle haben sie es gespielt. Jetzt nur um ein paar Namen aus der Meisterdatenbank zu zitieren. Also A5, ja, Weiß tauscht hier auf B4 raus, A schlägt B4 und Rochade von Weiß. So, jetzt haben wir die Eröffnung soweit mal abgeschlossen. Wir verlassen jetzt auch langsam die bekannten Pfade der Theorie. Diese Stellung ist ausgeglichen. Also das kann man von beiden Seiten aus so spielen, auf jeden Fall. Jetzt wird natürlich der Springer entwickelt nach F6, der weiße Springer ebenfalls nach D2, Rochade von Schwarz, Königin Sicherheit, ihr wisst schon, einmal pro Video darf ich. Und hier an dieser Stelle, was eine typische Stellung ist, die ihr euch auch vorstellen könntet, glaube ich, in euren eigenen Partien. Sowas kann sich entwickeln, auch vielleicht mit Zugumstellung und so weiter. Und also was sind die strukturellen Pläne? Was ist die Strategie hier in solchen Stellungen? Nun, also man kann hier sofort mal diesen B4 anfragen. Ja, man kann hier A3 spielen zum Beispiel. Wahrscheinlich wird Schwarz hier nehmen müssen. Dann muss man sehen, ob man
ob man direkt wieder nimmt. Man kann vielleicht auch Dame B3 einschieben und so, weil der Turm ja nicht gedeckt ist. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Und so weiter. Das sind alles gute Optionen. Eine andere gute Option ist hier auch zu spielen. Direkt Dame B3 kann man auch machen. Oder diesen Springer, schaut mal, auf F3. Ihr müsst ja manchmal mit den Figuren auch sprechen, ja. Da, wenn ihr den Springer mal fragen würdet, wo würdest du denn am liebsten stehen? Wo willst du denn stehen? Also, du stehst hier nicht so besonders toll. Und dann wird er wahrscheinlich antworten: Na ja, also F5 komme ich nicht hin. Dann würde ich vielleicht lieber nach C2 gehen und den angreifen. Ja, dann tun wir es doch. Springer E1. Guter Zug hier von Penthaleia. Oder Panzuleia, so heißt er. Mein Gott, die Namen schwierig. Verzeiht mir bitte, wenn ich da mich mal verhaspel. Also, das ist ein guter Zug und auch Schwarz hat hier verschiedene Optionen. Läufer F5 natürlich, klar, Dame E7, die Türme irgendwie verbinden und so weiter. H5 gespielt in der Partie, ebenfalls eine Option, warum nicht, ja? Und Weiß stoppt erstmal den Vormarsch des H-Bauern mit H4. Die Stellung ist in etwa ausgeglichen, wenngleich ich sagen würde, vielleicht etwas einfacher zu spielen für Schwarz aus dem einfachen Grund, weil er ein bisschen mehr Raum hat. Ja, also Schwarz steht strukturell sauber, hat kaum Schwächen und er kann ein bisschen mehr lavieren als Weiß mit den Figuren. Es ist nicht viel, ja, ich würde immer noch Richtung Ausgleich tendieren, aus meiner persönlichen Expertise heraus, die nicht besonders hoch ist, wie ihr wisst, aber hier auch mal ohne Engine, ja, würde ich sagen, das ist eher ausgeglichen. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen, ja, wie macht man denn weiter? Also, wir haben ja eben den Springer gefragt, wo willst du stehen da noch? C2 hat er gesagt, gut, dann stellen wir den halt mal nach C2 und sagen, gut, vielleicht jetzt irgendwann A3 und so. Also es gibt hier, oder auch Springer B3 erstmal, ja. Es gibt hier Optionen, ja. Okay, also auch für Schwarz natürlich, Dame D7, Türme verbinden, ja, das ist immer wichtig. Split Rooks, wie Großmeister Daniel King zu sagen pflegt, ist jetzt nicht immer das Gelbe vom Ei, ne? Split Rooks wollen wir nicht, die Türme sind wie Brüder im Geiste, ja, die wollen zusammenspielen. Ach Gott, und ich bin ja Turmfan. Also, Penzulaya spielt Springer B3 und Harscher sagt, okay, dann wir tauschen erstmal den bösen, bösen, weißfeldrigen Läufer ab. Ja, kann man machen. Dame D2, Läufer schlägt G2 ganz konsequent, König schlägt D2 und Dame D6. Ich würde immer noch Richtung Ausgleich tendieren. Immer noch würde ich aber sagen, zu spielen ist die Stellung etwas einfacher für Schwarz. Ich muss mich da wiederholen. Es ist mehr Raum da. Also die schwarze Stellung sieht gesund aus, ja. Weiß steht jetzt auch nicht unbedingt chancenlos da, aber schwierig, gute Züge zu evaluieren. Also zum Beispiel Dame G5 müsste man sich dann schon überlegen. Aber wo ist eigentlich der Plan? Turm FE1? Wo ist eigentlich der Plan? Ja, das ist dann der große Knackpunkt. Penzulei hat erstmal F3 gezogen hier, will dem Springer für alle Zeiten auch das Feld G4 vor allen Dingen nehmen, ja. Und Harscher spielt Turm A4 und deckt diesen Bauern erstmal ab hier. Obwohl er ja schon zweifach gedeckt war, aber so wird eine der beiden Figuren hier flexibler und kann sich bewegen. Jetzt kommt dann doch Dame G5, okay. Und Harscher aus Indien, ein indischer Großmeister, verdoppelt hier auf der A-Linie und es droht schlicht Turm schlägt A2, der Einschlag auf A2. Und spätestens jetzt muss Weiß reagieren. Ja, also Weiß muss jetzt was tun. Und zwar jetzt kommt der Vorstoß A3. Und das ist in Ordnung. Was bedeutet denn das? Na gut, also der Turm ist zweimal gedeckt. Ja, es droht deswegen hier zu nehmen. Und deswegen nimmt Schwarz auf A3. Weiß nimmt zurück. Und jetzt kann man diesen Bauern nicht nehmen. Warum nicht? Naja, weil der Springer den deckt. Ja, man will ja nicht die Qualität abgeben. Also, es wogt, ja, es schwelt eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Spannung in dieser Stellung, weil man nicht genau weiß, wohin entwickelt sich das Ganze. Ja, das ist
Es kann alles passieren in beide Richtungen. Also auch hier erstmal eine Umgruppierung. Springer D8, der möchte nach E6 gehen und die Dame angreifen. Ja, warum nicht? Guter Zug. Und Weiß sagt, na gut, wenn du dahin willst, ich suche auch für meine Springer bessere Optionen. Hier vielleicht und Öffnung der F-Linie. Whatever. Also erstmal kommt Springer E6. Die Dame muss ziehen, die geht nach F5. So viele Felder hat die gar nicht. Ja, aber gut, jetzt ist sie natürlich nicht gefährdet. Also Schwarz greift die Dame nochmal an und ja, die muss nach H3, habe ich gerade schon mal eingezeichnet. Und der schwarze Springer setzt seine Reise fort. Hier über D8, E6 nach C5 und da steht er nicht ganz schlecht, ja. Da hat der Schwarz wahrscheinlich auch seinen Springer gefragt, wo willst du denn stehen, ja? Und jetzt wird es dann schon schwierig für Weiß gute Züge zu finden. Also Schwarz steht gut hier. Das muss man sagen. Schwarz steht besser. Er hat mit geschickten Manövern seinen Vorteil ausbauen können. Und Weiß hat Schwierigkeiten, Züge zu finden. König G1, das zeugt so ein bisschen schon von, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. König G7, Schwarz wartet ab. Und Dame G2, also das ist natürlich auch ein umständlicher Weg, die Dame wieder ins Spiel zu bekommen. Turm E8, und Turm AB1. Also das kann man machen, weil dieser Bauer ist ja immer noch gedeckt vom Springer hier und vielleicht ein bisschen Druck auf der B-Linie entwickeln. Naja, und Schwarz sagt, na gut, ich komme hier nicht weiter, ich führe die Türme zurück auf die Grundreihe. Grundreihe übrigens, nicht Grundlinie. Ne? Wir sind ja nicht beim Tennis. Bosch. das war nur ein kleiner Insider aus den Kommentaren. Okay, also Turm F2. Ihr seht, Weiß struggelt. Weiß nicht genau, wie es weitergeht. Und ja, weiterhin hat sich an der Bewertung nicht viel getan. Schwarz steht hier besser. Nur man muss es natürlich auch umsetzen, man muss es gewinnen können. Ja, Turm B5, okay. Und dann greift man den Turm wieder an. Der geht wieder zurück nach B1. Turm E7. Das Ganze ist ganz schön langsam. Turm F1 wieder. Also ist zähflüssig. Ihr seht schon. Und ihr vielleicht fragt ihr euch auch, warum zeigt der uns der Figurengeschiebe hier? Ich habe ja von einem Drama gesprochen, ja, also wartet doch mal ab, ihr ungeduldigen Patienten da. Also Turm B4, und Springer A6 greift den Turm an. Ja, wo geht er hin? Ja, wir gehen wieder zurück nach B1 und sagen, ja, was machen wir jetzt? Wir können jetzt hier auch Remis machen. Ich mache dasselbe nochmal. Aber Harscher sagt, nö, nö, ich will weiterspielen. Ja, also Dame D6, und Turm FB1. Weiß hat es jetzt immerhin geschafft, die Türme hier zu verdoppeln. Druck auf dem B7, aber ihr seht, dieser Springer, ne, auf C5, ja, das ist ein Monster. Der deckt alles ab. Man kann ihn auch gar nicht vertreiben. Ja, der kontrolliert vor allen Dingen B7 und so. Das steht sehr gut. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, okay, wir sind uns einig, Schwarz steht irgendwie ein bisschen besser, nur where's the beef? Ja, also wie geht das jetzt? Turm G8. Ja, das ist. Warum? Turm G8? Naja, man kann ja vielleicht mal auf der G-Linie was machen. Aha, vielleicht auf einen Angriff am Königsflügel setzen. Okay, Weiß versucht zu vereinfachen mit Springer B3 und sagen, ich will diesen Springer da nicht mehr haben. Der nervt mich. Natürlich nervt er. Aber Schwarz sagt, nö, 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 nö. Ja, wenn du hier tauschen willst, taucht der nächste Kollege auf C5 auf. Also bringt nichts, deswegen Springer A5. Noch mehr Druck auf den B7, der jetzt tatsächlich hängt. Ja? Und deswegen spielt Schwarz einfach B6. Ja, und der Springer hüpft wieder zurück nach B3. Und ja, gut, Springer E6. Und ihr seht, das irgendwie passt das alles. Ja, also Schwarz. Steht jetzt nicht taktisch auf Gewinn oder sowas, aber das ist alles verteidigt und Weiß, guckt euch mal das an. Was macht eigentlich der Turm auf B4? Was macht der Springer auf B3? Was ist denn das? Das ist eine verquere Figurenstellung, die nicht so besonders gut ist. Schwarz steht besser. Also, umgruppieren. Das Thema der Partie, umgruppieren. Und jetzt kommt F5 und plötzlich sehen wir, naja, ne, Königsflügel, ja, wir ziehen mal den König irgendwann weg oder hierhin und dann mal gucken, ob man G5 durchdrücken kann, irgendwann solche Geschichten. König F2, Turm F7, König E1. Also ihr seht, der gute Levan Penzulaya, der flüchtet gleich mal. Der hat schon Respekt vor dem, was sich hier zusammenbraut am Wolkenhimmel.
Also gleich mal weglaufen. Vielleicht keine schlechte Idee. Turm E8, Dame G1 und Springer E geht wieder nach C5. Ihr seht, unglaublich zäh. Nur, ihr müsst dranbleiben. Leute, das ist lehrreich. Das Ganze ist dramatisch und spannend. Vielleicht zur Zeit. Wir sind im 40. Zug. Und Levan Penzulaya hat hier noch 1 Minute 20. Es gibt 10 Sekunden Increment pro Zug, also die Zeitnuss ist überschaubar. Und Schwarz hat 3 Minuten 25, also Schwarz hat mehr Zeit hier. Und also ich sage mal, Zeitnuss ist überschaubar deswegen, weil man immer noch Increment kriegt pro Zug. Auf der anderen Seite ist die Stellung auch schwierig und man kann hier ganz schön Zeit auch reinstecken. Haben die Spieler ja auch schon getan. Und ihr seht, diese E-Linie, ja, erst war es die G-Linie hier, jetzt ist die E-Linie, es droht hier so Öffnungen, das muss man alles berechnen. Mit wenig Zeit ist das schwierig. Also am besten mal weglaufen. König D1, jawohl. Turm A8, Und F4. Also, ne? Weiß versucht in irgendeiner Form einen Gegenpol zu schaffen, ja, ein Gegenspiel zu entwickeln. Schwierig. Springer A4, okay. Und jetzt droht der Springer nach C3 rein zu tanzen. Und das wird ganz schön gefährlich, weil der König kann nicht hier hin, weil sonst hängt der E2 mitten am Gabel, ja. Und der König hier rüber ist auch kritisch, wenn die E-Linie aufgeht oder so oder E4 kommt. Wow, also das ist wahnsinnig gefährlich. Das Beste ist es wahrscheinlich für Weiß, dieses Monster operieren, rauszutauschen und die Qualität zu opfern. Die Dynamik nimmt zu. Ihr merkt das. Weiß hat eine Qualität weniger. Eieiei. Also F schlägt E5, Dame schlägt E5 und Springer F3. Was war die Idee dieses Qualitätsopfers? Letzten Endes auch. Mit diesem Tempogewinn, weil die Dame angegriffen ist, die muss ziehen irgendwo hin nach F6, einen weiteren Bauern einzukassieren, nämlich den auf D4. Das heißt, das Qualitätsopfer hatte schon ganz schön Power, ja? Weil jetzt nehmen wir mal die Bauern 1, 2, 3, 4, 5, 6, mehr Bauer für Weiß, Qualität weniger, aber diese Bauern sind wackelig, weiße Struktur ist gut. Dürfte immer noch etwas besser für Schwarz sein, klar, weil die Qualität mehr hat. Aber einfach ist nicht. Erstmal C5 und Weiß tauscht jetzt die Dame raus. Turm schlägt F6 und König D2. Zumindest ist dieser weiße König jetzt nicht mehr so hochgradig gefährdet wie vorher. Okay. Wie schätzt ihr die Stellung ein? Liebe Schachfans, wie schätzt ihr die Stellung ein? Ganz schön schwierig, oder? 1 Minute 15 für Weiß, 2 Minuten 15 für Schwarz. Öffnung, F4. Okay, ich würde sagen, ich will das Wort nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. Ja, das ist ein sinnvoller Zug. Und okay, Turm G1. Ja, Turm G1. Warum nicht? Also F schlägt G3 hier, Turm schlägt G3 und der Turm hier hat auch hier nichts mehr zu tun. Turm A8 wieder. Ne? Also die Türme werden wieder verbunden. Ich habe ja gesagt, wie Brüder im Geiste wollen die spielen. Turm G5, Turm F5 und na, lieber nicht tauschen, wieder Turm G1 spielen. Okay, König H6, Springer E3 und das ist darauf wollte ich hinaus. Also der Turm hängt, der geht nach F8 zurück. Und jetzt müssen wir diesen Bauern decken, ja, der ja jetzt wieder hing. Springer F6 und Turm B1. Dann sagt Weiß, na gut, dann nimm endlich den A3, dann nehme ich halt den B6. Ja, so kommt es denn auch. Turm schlägt A3, Turm schlägt B6. Und das wird, also der Computer, der sagt hier schon, ja, Qualität weniger für Weiß, mehr Bauer, aber 0-0. Dynamisches Gleichgewicht. Dynamisches Gleichgewicht. Aber das ist, ich würde mal sagen, mit wenig Zeit unfassbar schwierig zu spielen, denn diese Springer, ja, oh, pardon, diese Springer, die haben ja auch immer mächtige Gabeldrohungen und das ist vor allen Dingen auch hier ein Feld, wo dann auch man ganz schnell einen Matt auftaucht. Ja, also der Springer hier, der muss das immer kontrollieren. Hier, ihr seht das schon. Ne, ist gefährlich und vor allen Dingen mit wenig Zeit.
Was passiert? Schwarz gibt erstmal einen Schach, der gute Harscher. Und Springer C2, wir gehen dazwischen. Ja, Springer D7 greift den Turm an, der geht nach B7. Der Springer geht wieder nach F6. Und ich habe es ja eben gesagt, ne? Jetzt kommt Springer G5 und dieser Springer muss unbedingt dieses Feld bewachen, weil sonst ist hier mal ein ganz schnelles Matt aufgetaucht. Okay. Das heißt, der schwarze König ganz schön in der Quetsche, oder? Der kann sich gar nicht wirklich bewegen. Nur, weil jetzt kommt ja auch nicht weiter. Es ist kein Angriffsmaterial mehr da. Ist das jetzt Remis oder was? Sollte vielleicht Remis werden. Schauen wir mal, Turm FA8. Wir geben mal einen Schach. Der König muss jetzt zurück in die Fesselung rein, in den Abzug rein, so muss ich sagen. Aber Weiß kann das nicht ausnutzen. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist ein. Weiß fehlt das Material. Der zweite Springer müsste hier noch rumfuhrwerken oder so, aber der kann halt sich nicht ziehen aktuell. Also wir geben nochmal einen Schach, König G7. Die holen sich jetzt so ein bisschen Inkrement, ja, weil es ja 10 Sekunden gibt. Und der König steppt hin und her, wie im Tanzkurs. Und 0,0. Da ich habe ja von einem Drama gesprochen, liebe Schachfans. Und wir sind hier bei 23 Sekunden für Weiß und bei 52 Sekunden für Schwarz. Und Weiß sagt, okay, ich spiele mal Turm C7 und gehe auf diesen Bauern los. Den kann man aber decken. Und zwar, indem man einfach mal Turm A5 spielt. Dann ist der Bauer ist gedeckt. Ja? Weiß gibt wieder einen Schach. König G7. Weiß geht wieder zurück. König geht wieder nach H6. Und Weiß sagt, gut, dann schauen wir uns das mal an. Der C5 hängt. Und wenn der auch noch verloren geht, wird es echt schwierig, weil dann laufen plötzlich drei weiße Freibauern Richtung Grundreihe. Grundreihe, nicht Linie. Wir sind ja nicht beim Tennis. Also, was tun? Der Computer sagt immer noch, okay, ausgeglichen, ja, man muss hier die richtigen Züge finden. Und zum Beispiel ist ein richtiger Zug Turm A7. Das wäre ein guter Zug, denn wenn Weiß hier jetzt auf C5 zulangt, dann tauschen wir ab. Springer schlägt C5 und spielen jetzt G5 und pochen auf Harry the H-Pawn, ja, der hier auf einmal dann das Rennen machen soll. Und das ist ganz schön schwierig für Weiß aufzuhalten. Offensichtlich oder offenbar geht das und der Computer, ich habe das nicht weiter angeschaut, nur das Motiv ist klar. Der Computer sagt, das ist 0-0, also das dürfte Remis sein. Schweiß hat genug Kompensation und zwar diesmal nicht unterm Salatblatt, sondern offensichtliche Kompensation. Also, das wäre zum Beispiel ein guter Zug. Eine andere Idee ist hier, Springer E8 zu spielen. Auch das zeige ich euch kurz. Auch hier gilt wieder, wenn Weiß hier zupackt, ja, Turm schlägt C5, Springer schlägt C5, dann haben wir wieder die Option G5. Das ist so ein ähnliches Motiv, ja. Das sind so Züge, sind okay. Aber berechnet das alles in 30 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch, ja. Also, Schwarz hat sich zu Turm E8 durchgerungen. Ah, okay, er greift den Springer an, aber auch der kann ja auf C5 nehmen. G5, ihr erinnert euch an das Motiv, G5, H schlägt G5, König schlägt G5 und Springer D4. Und jetzt sind beide Springer in Reichweite. Jetzt sind beide Springer aktiv. Wir können einen Schach geben, okay, der König, wo läuft der hin? Oh, der versteckt sich auf C3. Der steht hier fantastisch gut, sicher. Und der Bauer ist gedeckt und das ist ja dramatisch. Also Weiß hat immer noch eine Qualität weniger. Wie geht denn das aus? Es sollte immer noch in der Remisbreite sein, ja? Push 'em, Baby. Na klar, H4, logisch. Weiß gibt erstmal einen Schach. Also ich will euch schon mal sagen, Push 'em, Baby ist ja fast immer der richtige Zug. Die Betonung liegt auf fast. Denn nach diesem logischen Push 'em, Baby gibt es einen Schach. Gar nicht der beste Zug. Viel besser wäre gewesen, hier dieses Schach zu geben. Und zum Beispiel kann man hier schon forcieren, dass Schwarz wahrscheinlich die Qualität zurückgeben muss. Wenn man das nämlich nicht tut, das ist ja immer ein Schach, also sagen wir mal, der König geht nach H6 oder so. Ja, da muss der König nach G6 gehen, jetzt fällt der H4. Ne, mit Schach und der König,
wo kann der hin? Der kann überhaupt nirgendwo richtig hinziehen, ne? Dann ziehe ich mich einfach zurück und jetzt kann man hier nicht nehmen. Warum kann man hier nicht nehmen? Wegen der blöden Gabel. Also ihr seht, wie trickreich das ist, wie unglaublich trickreich das ist. Und trotzdem ist H und deswegen ist H4 ein Fehler, ja. Weiß hat aber Turm G7 Schach gespielt. Und das ist der Moment eines Schlucktees. In Kommentaren hieß es ja schon, der Tee-Moment. Ich nehme mal einen Schluck Tee. Wo würdet ihr mit dem König hinlaufen? Mit 30 Sekunden auf der Uhr ist das alles andere als einfach zu entscheiden. Es gibt ja verschiedene Optionen. F4, H6, H5 und so. Ich kann euch sagen, bester Zug König H6. Ja. König F4 schlecht, ja, wegen Turm F7 und so. Brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. In der Partie kam aber König H5. Und jetzt spielt Lehmann Panzulaya Springer E6. Und jetzt sind dann doch beide Springer wirklich in bedrohlicher Reichweite des schwarzen Königs. Potion Baby. Mit 10 Sekunden auf der Uhr. Und das ist einer der wenigen Momente, wo Potion Baby eben nicht Potion Baby sein darf. Ja, was kann man hier machen? Man muss die Qualität opfern. Man muss sie zurückopfern und dann, ich zeige euch das ganz kurz, ja, Springer schlägt E6 und jetzt kann man vielleicht sagen, okay, H3, ja, jetzt push him, Baby, ne? Und jetzt muss Weiß, muss irgendwie diesen Bauern aufhalten, ja, H2, Turm H1 und Springer G4. Und diese Stellung bewertet der Computer als etwas besser für Weiß, eine plus 1,3, sowas. Es ist noch nicht gewonnen. Das sieht zwar unfassbar gefährlich aus, diese Bauern hier, aber ganz so einfach ist die Geschichte auch nicht, weil der schwarze König läuft auch ran. Schaut mal, nur eine Variante. Wenn man das jetzt auf die Spitze treibt mit C6 und so, der König läuft ran, ja? C7, was das denn? Okay, wir müssen unbedingt die Bauern stoppen hier, ganz klar. Der nächste Bauer kommt und was ist mit König G2? Ja, naja, König G2, wir müssen opfern, wir müssen opfern, ne? Und was ist das denn? Das ist für Weiß wahrscheinlich gewonnen. Wahrscheinlich gewonnen. Obwohl Schwarz einen ganzen Turm mehr hat. Aber das ist so gefährlich, diese drei Bauern. Pushen, Baby, ja. Und jetzt müssen wir irgendwie mal, wir müssen irgendwann mal hier die Bauern aufhalten. König D4, ihr seht selber, was ich sagen will. Schwarz ist kaum in der Lage, diese Monster zu stoppen. Okay, das führt jetzt aber zu weit. Ich habe ja nur gesagt, was alles passieren könnte nach dem Qualitätsopfer hier auf E6. Aber es kam H3 in der Partie. Um Gottes Willen. Jetzt hat Schwarz die ganze Partie so gut gespielt, gekämpft, gemacht, getan. Und H3, dieser Push-im-Baby-Moment ist auch der letzte Moment, denn das ist ein Matt. Wir geben einen Schach. Und das war's. Wo geht denn der König hin? Nach H6 oder was? Matt. Das ist matt. Ich sag's ja, die beiden Springer. Und wenn der König nach H4 geht, ist auch ein Matt. Ach, du lieber Gott. Also, was ein Drama. Harsha Baratakoti verliert hier, obwohl er die fast die gesamte Partie Vorteil hatte. Er verliert hier in Zeitnot. Die Partie wurde matt gesetzt. Und ja, und Lehmann Panzulaya konnte in der zweiten Partie, das war die erste Schnellschachpartie, dann Remis spielen und sich für die nächste Runde qualifizieren. Aber das ist schon bitter. Also die ganze Partie war eigentlich sehr gut gespielt von Schwarz, ja. Und am Schluss, ich habe es gesagt, schaut euch diese zwei Supermonsterspringer an. Die sind plötzlich da. Vorher waren sie hier irgendwo, wussten die ganze Partie nicht, wo sie hinhüpfen sollten. Jetzt hat man mit ihnen gesprochen und am Ende haben dann die Monster matt gesetzt. Ja, diese Oktopoden, diese Killerspringer hier. Wunderschönes Matt. Und ja, damit ist Lehmann Penzulaier in der nächsten Runde. Ich habe ja gesagt in der Einleitung, alle deutschen Großmeister sind in der zweiten Runde. Der Gegner zum Beispiel von Vincent Keimer steht fest. Das ist der junge Daniel Darda aus Belgien, 18 Jahre alt. Ein ganz starker Gegner. Der hat auch irgendwie über 2,6 Elo. Da muss der Vincent ganz schön reinknuspern. Ja, das ist nicht einfach. Der Daniel Darda hat mit 13 die belgische Meisterschaft gewonnen. Im Alter von 13 Jahren, müsst ihr euch mal vorstellen, ist also ein starker Gegner.
Natürlich ist Vincent Favorit, aber na, ihr wisst ja. Die anderen Gegner habe ich jetzt nicht alle, noch nicht alle auf dem Schirm. Also die ganzen Top 50 Gesetzten steigen ja dann auch ein erst. Und ich berichte euch, so viel ich kann. Jemand hat in den Kommentaren schon 5 Videos am Tag gefordert. Leute, ganz ehrlich, ne, ich mache das schon fast Vollzeit für euch, weil es mir so einen Spaß macht, ja. Aber ab und zu ein bisschen Geld verdienen muss ich auch noch. Also insofern, ich weiß gar nicht, wo die Zeit hernehmen soll. Ich würde am liebsten euch den ganzen Tag Schach erklären und zeigen und so. In diesem Sinne, hoffentlich hattet ihr Spaß in diesen 25 Minuten hier. Glaube ich, ja, wie lang ist das Video? Weiß ich nicht, lang genug. Und wenn ja, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich gar nichts mehr. Oder unterstützt mich auch gerne mit einer Spende via PayPal für meinen Kanal. Darüber freue ich mich sehr und bedanke mich jetzt schon. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.